In der Vipassana-Meditation ist es so, dass wir beim Sitzen in der Sitzmeditation empfehlen, möglichst sich nicht zu bewegen, wenn es nicht sein muss. Es ist nicht, dass es gerade ein Willenskampf sein soll in Bezug auf das sich nicht bewegen. Aber es ist doch immer wieder Gelegenheit annehmen, loslassen, Gelassenheit zu üben, anstatt gleich die Körperhaltung zu verändern, anstatt gleich irgendetwas zu unternehmen, um die unangenehmen Empfindungen oder die befürchteten, manchmal noch gar nicht eingetroffenen, unangenehmen Empfindungen abzuwehren. In der Metta-Meditation ist es ein bisschen anders, insofern als es hilfreicher ist, wenn ihr euch möglichst so hinsetzt, dass es nicht allzu mühsam und unangenehm ist. Also wenn ihr euch bewegen müsst, bewegt euch achtsam, bleibt bei den Sätzen. Aber es ist schon okay, sich zu bewegen, weil Durchhaltekämpfe gleichzeitig mit Metta ist zu Beginn etwas schwierig, wenn man dann mit der Zeit auch so viel zur Haltung, also körperlicher Stress nicht unbedingt nötig. Und ihr könnt euch auch bewegen, wenn es ganz wahnsinnig still ist hier und ihr sicher seid, dass ihr die anderen stört. Aber das ist dann das Problem der anderen, ob die damit umgehen können. Manchmal kann man sich auch nicht bewegen wegen Selbstbildern, Self-Image. Weil was denken die anderen dann, wenn ich mich schon wieder bewege? Könnt ihr das betrachten, was das mit euch macht? In der Metta-Meditation, vor allem Sitzmeditation, genau wie bei allen anderen Meditationen, sind auch die Hemmnisse, die sogenannten Meditationshemmnisse, nicht unbekannt. Das ist eine ganze Reihe. Vor allem so am ersten Tag ist Schläfrigkeit weit verbreitet, gerade auch in der Periode nach der Mittagspause. Schläfrigkeit und Ruhelosigkeit auch weit verbreitet, dass man das Gefühl hat, man hält es nicht aus und wenn dann nicht bald die Glocke läutet, dann renne ich lautschreiend aus dem Raum oder irgend so etwas noch Schlimmeres. Und weil es eben oft unangenehm ist und manche Leute denken, sie kommen an ein solches Retreat um, weil man dort durchwegs angenehme Zustände erreicht, und das dann eben nicht der Fall ist, Zweifel. Zweifel, was soll das alles, was hat mich überhaupt hierher gebracht, das war, glaube ich, ziemlich eine Fehlentscheidung. Oder ich kann das nicht, diese ewigen gleichen Sätze können es ja nicht sein. Das ist völlig unnatürlich. Oder die anderen da, die sich herumbewegen wie Zombies, das auch irgendwie nichts mit liebevoller Güte zu tun haben. Oder die zwei da vorne, die können nicht mal normal am Boden sitzen wie der Rest. Genügend Gründe für Zweifel. Und in allen drei Fällen, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit und so weiter, ist sehr hilfreich, wenn wir sie als das erkennen, was sie sind. Schläfrigkeit hilft manchmal, Hände auf den Kopf, Augen öffnen und etwas tiefer atmen. Und manchmal auch stehen, wenn ihr schläfrig seid und euch überhaupt noch erinnert, dass es etwas gibt, was man tun kann. Aufstehen kann man auch, ist auch manchmal hilfreich. Wenn ihr steht, steht mit offenen Augen. Und wenn ihr steht und merkt, dass ihr sogar stehend einschläft, setzt euch wieder hin. Bis jetzt haben wir noch keine derartigen Unfälle gehabt, aber man weiß nicht. Manchmal hilft das und manchmal hilft alles nichts. Dann ist es eben wieder Geduld, was einem noch bleibt als Praxis. Ruhelosigkeit. Bei Ruhelosigkeit ist das Gefühl, ich kann es nicht mehr aushalten. Körperliche Ruhelosigkeit oder im Geist, dass er von hier nach dort springt und nirgendwo bleiben kann.
ist auch nicht so ungewöhnlich. Versucht sehr konsequent zu den Sätzen zurückzukommen. Und wenn es das noch schlimmer macht, das kann manchmal auch sein, öffnet euer Gewahrsein, spürt den ganzen Körper für eine Weile und schaut, ob ihr Frieden schließen könnt mit dieser sehr unangenehmen Erfahrung von Ruhelosigkeit. Was am wenigsten gut funktioniert, ist dagegen ankämpfen innerlich. Das verstärkt sie, das gibt so eine Art Dampfkochtopf-Effekt. Also es ist schon unangenehm und dann versuche ich noch irgendwie dagegen zu sein und mich zu sträuben. Das macht es meistens schlimmer. In beiden Fällen, wenn ihr euch daran erinnert an die Vergänglichkeit, spätestens wenn es da vorne läutet, vergeht's wahrscheinlich. Spätestens wenn es da vorne läutet, findet man plötzlich, ah, jetzt könnte ich noch lange sitzen. Erinnern, wie Vergänglichkeit erinnern kann, etwas erleichternd sein. Zweifel, mit Zweifel ist es gut, sich klar zu machen, dass wir eine Zeit nehmen müssen, und zwar am besten nach dem Retreat, da wir jetzt schon am Retreat sind, um zu entscheiden, ob das uns was bringt, ob das etwas ist, was wir weiterführen möchten, ob das Sinn macht für uns. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Zweifel als Meditationshemmnis ist insofern anders, als das kommt eigentlich fast immer und fast nur, wenn es unangenehm ist, wenn es schwierig ist, wenn es mühsam ist. Es ist selten, dass es endlich mal klappt, dass es ruhig wird oder dass ein Sitzen sehr angenehm ist und wir voller Zweifel sind. Das ist meistens der Moment, wo wir denken, ja, da gibt's doch noch die 3-Monate-Kurse, habe ich gehört, und die Tibeter machen doch, glaube ich, 3 Jahre. Das ist dann auch nicht ein guter Moment, darüber Entscheidungen zu treffen. Zweifel als Zweifel zu erkennen, ist sehr hilfreich. Sagen, okay, Zweifel fühlt sich so an, hin und her gezogen, sich nicht entscheiden können, unentschlossen. Okay, kein Problem. Auch das kommt und geht je nach Umständen, Bedingungen. Und ich werde nächsten Sonntag, Montag mir darüber im Klaren werden, ob das etwas Sinnvolles ist oder nicht, aber nicht jetzt. Die 3 vielleicht offensichtlichsten Meditationshemmnisse am ersten Tag eines Retreats, die anderen 2 auch ganz offensichtlich anwesend ist, Verlangen und Aversion. Grundsätzlich Verlangen nach irgendetwas, nur nicht, was ich jetzt gerade habe, kann sein, was es will, etwas, was man hier haben kann, etwas, was man zu Hause haben könnte, wenn man nicht blöderweise jetzt hier gefangen wäre in diesem Raum. Und gleichzeitig Aversion. Aversion gegen was hier ist. Also die gehen zusammen. Ich möchte nicht hier sein, ich möchte anderswo sein. Ich möchte nicht die Erfahrung haben, die ich jetzt habe, ich möchte eine andere haben, natürlich eine bessere. Die kommen auch oft vor und es ist nicht viel, was wir dafür oder dagegen tun müssen, als erkennen und zurückkommen zu den Meta-Sätzen, der Haltung des Wohlwollens. Und gerade mit Hemmnissen, wenn ihr euch erinnert und sie halt nicht einfach aufhören, schaut, was Meta annehmendes, liebevolles bei sich bleiben in dieser unangenehmen oder schwierigen Gemütslage, was das bedeuten würde. Ist das möglich, wenn ich schläfrig bin und ruhelos und voller Zweifel zugleich, die kommen dann oft auch in Multipack. Und ich möchte irgendwo sein, nur nicht hier. Und hier möchte ich sicher nicht sein, also 5. Was würde es heißen, mit Metta da zu sein? Also nicht Metta im Sinn von, möge ich glücklich sein, möge das endlich aufhören. Das ist eigentlich Metta. Also man kann die Metta-Sätze brauchen, um aversive Strategien zu verkleiden, zu maskieren. Eigentlich finde ich es scheiße. Ich möchte hier raus, aber ich kann jetzt nicht, also sage ich mir Metta-Sätze, damit es mir wieder besser geht oder irgend so etwas. Das ist nicht so hilfreich. Hilfreich ist, sich zu besinnen, ich bin hier, es ist
fühlt sich im Moment nicht gut an, schläfrig, ruhelos, voller Zweifel mit Aversion und anderswo sein wollen, fühlt sich nicht besonders gut an. Dass wir mitfühlen da sind, dass wir sagen, oh wow, das ist schwierig und dazu ist noch heiß. Unterstützung, die wir uns selbst geben in einer schwierigen Situation. Das ist etwas ganz Grundlegendes, was wir hier üben. Sehr eng verwandt mit Metta. Etwas Grundlegendes, das wir nicht nur hier in einer schwierigen Retreat-Situation brauchen können, sondern immer, wenn es schwierig ist, wenn wir in Situationen sind, die leidvoll sind, die unangenehm sind, die schmerzhaft sind. Die Fähigkeit, uns selbst zu unterstützen, anstatt was wir oft tun, uns genau dann, wenn wir uns am meisten brauchen würden, zu verlassen, uns beurteilen, zu verurteilen, mit aversiven Strategien versuchen, das Gefühl loszuwerden oder es irgendwie zu überdecken, indem ich in einer Fantasie oder in einem Tagtraum mich verliere. Also wenn es schwierig ist, schaut hin, wie ihr mit euch selbst umgeht und ob da es da etwas zu lernen gibt in Bezug auf Metta, in Bezug auf liebevolle Güte, in Bezug auf mitfühlende Unterstützung unserer selbst. So viel zu den sogenannten Hemmnissen. Traditionell in dieser Art von Metta-Meditation gehen wir durch eine Anzahl von Personen, von Kategorien. Sich Metta für sich selbst, haben wir bereits begonnen gestern Abend. Dann Metta für eine Person, bei der es uns leicht fällt, habe ich bereits erwähnt. Das heißt, in der Tradition ein Benefactor, eine Wohltäterin oder ein Wohltäter. Gemeint ist jemand einfach, der uns gut gesinnt ist, den wir vertrauen haben, die Person, die wir wirklich mögen. Ab und zu kommt es vor, dass jemand niemand findet und dann ihre Katze auswählt oder ihren Hund, weil dort finden sie das eine rechte, bedingungslose Liebe da, was wer immer es auch sein mag. Aber es muss nicht unkomplex emotionell relativ einfach sein. Dritte Kategorie ist noch einmal jemand, der uns nahe ist, aber nicht ganz so nahe. Eine Bekannte, ein Freund, jemand, den wir kennen und okay mögen, ist die dritte Kategorie. Die vierte ist jemand, der uns gleichgültig ist. Da werden wir vielleicht morgen, später Nachmittag hinkommen. Und dann jemand, den wir wirklich schwierig finden. Eine für uns schwierige Person. Und dann noch alle Lebewesen. Ist noch ein bisschen mehr aufgeteilt traditionell, aber 2,5 Tagen bringen. Wollen wir die nicht alle auch noch reinbringen. Gut ist eine Person pro Kategorie. Ich sage das mal schon vorweg. Manche denken, da habe ich aber noch den Theo und die Verena und die Tante so und so, die muss auch noch was kriegen. Versucht das zu lassen. Das ist wieder die alte magische Denkweise. Die kriegen dann was ab und fühlen sich ganz toll gut. Aber für die Sammlungspraxis ist es nicht sehr hilfreich. Weil je mehr Personen wir reinnehmen, desto mehr zusätzliche Komplikationen und Störungen gibt es in Bezug auf unser Bestreben, ausgerichteter und gesammelter zu sein. Das würde heißen, dass ihr euch jetzt entschließt für jemanden, wenn ihr das nicht schon getan habt, jemanden, den ihr findet, es fällt euch leicht, die Person Metta zu finden. Jemand, der euch angenehm ist, jemand, dem ihr problemlos wünscht, dass glücklich sein mögen und gesund und unbeschwert. Und ich würde mal sagen, nehmt nicht mehr als so 2 Minuten Zeit, bis ihr euch für jemanden festlegt. Man kann einen guten Teil des Retreats dazu verwenden, die richtigen Personen zu finden. Sie sind die alle okay.
Dann, wenn ihr jemanden habt, würde ich sagen, beginnt wieder mit euch selbst zuerst. Für eine Weile, 10, 20 Minuten. Und dann wechselt, wann immer es für euch stimmt, zu der Person, bei der es euch leicht fällt. Wieder in Kontakt mit sich selbst. Mitten setzen. Wissend, was ihr da sagt. Und wenn ihr zur anderen Person geht, zusätzlich irgendwie Kontakt machen mit dieser anderen Person. Stellt sie euch vor, oder ein Gefühl, ihre Präsenz ist vielleicht möglich, für manche einfacher. Ihr könnt ihren Namen anhängen an die Sätze, das hilft manchmal auch, dass ihr nicht so ganz leere die Sätze schickt, sondern so immer mal wieder ein Gefühl habt, wen ihr damit meint. Die drei Dinge, Kontakt mit sich selbst, die Sätze, wissen, was wir sagen. Und Personen, an die wir sie richten. Mit sich selbst beginnend und dann, wann immer es für euch stimmt, die nächste Person weitergeht.